eine Sanierung als Alternative zum Neubau aussehen? Und welche Vorteile bietet das begrünte Dach der Zukunft? Wir sind heute hier in der Europastraße in Feldbach und sehen uns gemeinsam eine Mustersanierung mit Begrünung an. Mein Name ist Romana Gerger, ich bin von der lokalen Energieagentur und begleite Sie heute wieder durch die Kurzfilmreihe Volle Energie im steirischen Vulkanland. So, an meiner Seite darf ich nun Herrn Johann Drummer von ADW Messtechnik und Herrn Johannes Wagner von Allesdach Wagner begrüßen. Herzlich willkommen. Wir befinden uns nun direkt hier in dem Gebäude, welches umgebaut wurde. Herr Drummer, welche Maßnahmen wurden bei der Sanierung getroffen? Wir haben das Gebäude, nachdem wir es erworben haben, gemeinsam mit unserem Architekten Josef Niederl und in Kooperation mit der LEA, lokalen Energieagentur, haben wir erhoben und thermisch und bauphysikalisch saniert. Dazu haben wir grundsätzlich, man sagt Perimeterdämmung, wir haben die Fundamente freigelegt, haben dort eine Dampfsperre angebracht, haben diese Dampfsperre praktisch über das ganze Gebäude gezogen, haben das Gebäude dicht gemacht und danach thermisch saniert, also eine Wärmedämmung aufgebracht. Wir haben zu dem Zweck, alles was Holzbau war, haben wir mit einer 20 cm Zellulose-Dämmung versehen. Wir haben die Fassaden mit einem 14 cm Vorwärmeschutz versehen und am Dach haben wir die Dämmung, die Dämmstärke auf 20 cm erhöht und natürlich nur mit Dämmstoffen, die das österreichische Umweltzeichen tragen und wieder recycelfähig sind. Und wie wird das Gebäude jetzt eigentlich genutzt? Wir nutzen das Gebäude, die Europastraße 34, als Firmensitz für die Allesdach Wagner und die ADW Messtechnik und haben das Glück, dass wir einen Mieter mit der Firma OneBody im Erdgeschoss haben. Welche Ziele konnten mit der Sanierung erreicht werden und warum wurde das Projekt realisiert? Bei beiden Firmen, bei der Allesdach Wagner und bei der ADW Messtechnik, ist Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Agenda weit oben in der Priorität. Und unser Ziel ist es, dass wir Gebäude wieder in Wert setzen und die Nutzungsdauer verlängern. Es gibt nichts Nachhaltigeres, als ein Gebäude oder einen Gegenstand länger zu nutzen. Bei dem sanierten Gebäude ist ja auch eine Begrünung geplant. In welchem Bereich wurde das Gebäude bereits begrünt und was ist hier zukünftig noch geplant? Aktuell haben wir jetzt unsere wunderschöne Terrasse in den Randbereichen mit zwei oder drei verschiedenen Begrünungsarten ausgestattet, als Begrenzung und eigentlich auch schon als Hitzeschutz für die Büros, wo wir die Fensterflächen raus haben. Und zum anderen ist es einfach wunderschön anzuschauen. In weiterer Folge werden wir dann sämtliche Dachflächen begrünen, also mit verschiedensten Begrünungsarten, Aufbauten und Systemen. Sie als Experte für Gründächer können uns sicher sagen, welche Vorteile es bei einer Gebäude- bzw. Dachbegrünung gibt, oder? Vorteile, da könnte man jetzt, glaube ich, stundenlang reden, aber es lässt sich ganz kurz zusammenfassen auf Flächenversiegelungsgradbegrenzung, auf irrsinnig viel Wasserrückhalt und natürlich auch Wasserreinigung. Also man darf ja die atmosphärischen Schadstoffe da nicht vergessen, die überall auf den Flächen landen und die über Dachbegrünung hervorragend abgebaut und umgewandelt werden können. Ein großer Nutzen, wie auf unserer Terrasse, ist die Gebäudekühlung. Also fürs Gebäude selbst im Inneren, aber natürlich auch die Umgebungstemperaturkühlung, wovon man auch zum Beispiel in Kombination mit PV-Anlagen profitieren kann, das sich auch finanziell dann niederschlägt. Es bringt ein Biodiversitätsplus, also man denkt an Insekten, an Vögel, aber natürlich auch an das ganze Leben im Boden, das sonst mit der Flächenversiegelung verloren gehen würde. Ganz positiv ist auch der lärmmindernde Effekt dieser Außenhülle mit der Begrünung, mit der Masse, mit der Struktur. Und es ist zum Teil auch ein Kälteschutz vor extrem niedrigen Temperaturen und vor allem, was wir in Zukunft ganz, ganz wichtig und notwendig und dringend brauchen werden, es ist
ein echt aktiver Hitzeschutz. Abseits von den herkömmlichen Varianten der Dachbegrünung haben Sie ein innovatives Konzept entwickelt. Was ist hier das Besondere? Ja, es besteht im Wesentlichen aus drei Kernelementen. Das ist einmal ein Sicherheitssystem namens LockTrain, das eine ganz neue Dimension der Sicherheit für das Gebäude vor Durchfeuchtung, vor Wassereintritten schafft. Es ist zum Zweiten eine pestizid- und schadstofffreie Abdichtung. Und zum Dritten ist es ein irrsinnig großer Wasseranstaukörper, den wir auf dem Dach platzieren. Also es ist eine Kopie des natürlichen Bodenaufbaus mit Grundwasserkörper. Bei den herkömmlichen Begrünungsvarianten sind wir draufgekommen, dass die ganzen positiven Effekte, die wir vorher erwähnt haben, immer begrenzt werden durch Wasser, durch mangels Wasser. Hört Gebäudekühlleistung auf zum Funktionieren, wenn das Wasser im herkömmlichen Gründuchaufbau verbraucht ist. Also man redet da von 20, 30, 40 Liter Wasserrückhalt bei herkömmlichen Dachaufbauten. Bei Hitzewellen, Hitzeperioden, wie wir sie ja im Vulkanland mittlerweile zur Genüge kennen, sind diese Wasserreserven nach ein paar wenigen Tagen aufgebraucht. Und mit diesem großen Wasserkörper, also da sind Wasserrückstau und Festhaltemöglichkeiten von 120 bis 500 Litern am Quadratmeter möglich. Das ist ein Regenwassertank am Dach, das man nicht nur als ideale Versorgung für das Gründachsystem verwenden kann, sondern auch für Fassadenbegrünungen, die wir da auch realisieren werden. Und natürlich auch für sonstige Grünflächen draußen rundherum. Welche effizienten Umsetzungen gab es noch und was ist hier zukünftig noch geplant? Effiziente Umsetzungen haben wir, abgesehen davon, dass wir alle Glasflächen auf thermisch dem neuesten Stand entsprechende getauscht haben, haben wir die Heizung von Öl auf Fernwärme umgestellt. Wir haben im Dachbereich und auf den Terrassen haben wir unser Schadensfolgefreiheitssystem LockTrain verbaut und wir haben zusätzlich ein Energiemonitoring verbaut, wo wir permanent den Wasser-, Strom- und Energieverbrauch aufzeichnen und bei Ausschlägen reagieren können und damit effizient Energie sparen können. Nachdem wir das Gebäude jetzt der neuen Nutzung zugeführt haben, wir bleiben ja nicht stehen, werden wir das Dach in Zukunft als Leerdach verwenden. Wir bauen jetzt gerade 8 Musterstände zusammen, werden die am Dach einbauen, werden das Dach begrünen und eine PV-Anlage errichten und auch in weiterer Zukunft das Lager thermisch sanieren und als Warmlager verwenden. Und das Ziel ist es, dass wir mit dem Gebäude als Pilot gemeinsam mit der Lea Ideen, Visionen verwirklichen, die unserer Region, unserem schönen Vulkanland weiterhin Vorsprung geben und unsere Lebensqualität verbessern. Vielen Dank für das nette Interview und den tollen Einblick in das Unternehmen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuseher. Bis zur nächsten Ausgabe bei Vollenergie im steirischen Vulkanland.